Capcom-Spiel. Aha. Ich Ich frage erkenne bei mich. dir ein Muster. Nein, Und bei tust du Capcom. nicht. Ich frage mich, was diese Kombinationen wohl bedeuten sollen. Wo ich jetzt gerade. Wahrscheinlich, wenn der Typ mich verfolgt, kann ich, will sie nicht durch das Loch kriechen, oder? Oder weil der fette Sack passt doch bestimmt nicht dadurch. Der fette Sack passt da nicht durch, nee. Dann wäre das doch ein super Versteck, ja. Ja, müsstest du mal ausprobieren. Ey, gut, der Text hat ja auch gesagt, komm her, wenn du Schutz suchst oder so ähnlich. Eine Truhe zur Aufbewahrung von Kleidern. Cool. Das klingt so, Umziehen. als ob man hier Kostüme wechseln kann. Wenn man es einmal durchgespielt hat, ne? Medaillon. Viola-Medaillon. Choose your destiny. Wähle eine Komponente. Nee, einen Komponent. Ist das jetzt so eine Art Slot-Machine oder was soll das? Ja, also wir haben ja gerade eben die Farben gelesen und Ich habe weiß. nichts gedrückt. Ach so, okay. Musst du da nichts drücken? Ich glaube, weiß ist die einzige Farbe, die jetzt nicht so geil war. Aber ich meine, du kannst da auch was drücken, wenn du eine Farbe Ja, hast. aber im Moment kriege ich irgendwie nichts. Außer weiß. Ja, zumindest das einen blauen. Ich weiß nicht, irgendwie war mir, ist mir in Erinnerung, dass ich weiß nicht so geil fand. Es ist leer. Es ist leer, na super. Aber für was anderes kann man diese Medaillons eh nicht benutzen, oder? Nee, für was anderes Ah, kann dann man sie nicht kann ich sie ja benutzen. auch genauso gut verballern. In der Hoffnung, dass irgendwann mal was dabei rauskommt. Ja, wer soll denn solche Reflexe haben, ey? Weiß ich nicht, sie erwarten wahrscheinlich, dass du diese Reflexe hast. Du, der du das Spiel spielst. Ey, das war klar bei Rot gedrückt. Es ist leer. Es ist leer. Ich habe aber auch nie so ganz gerafft, wie das sich zusammensetzt irgendwie. Das ist, oh, ich Ich habe auch auf einem nicht. Bonbon gesessen. Ich weiß nicht, Alter, das war für mich immer irgendwie so ein. Böhmische Dörfer waren das für mich. Warum wird das auch mit einem Glücksspiel verbunden? Ah, Ist blöd, ne? ich geh mal kurz hier raus. Hochwertige alchemistische Komponente. Ja, das habe ich auch hier von dem. Das habe ich dem Meister da ja abgenommen. Das ist irgendwie genauso wie bei Resident Evil 2. Wenn du den Mr. X einmal zu Boden knallst, den konntest du auch immer dann ein paar Gegenstände abnehmen. Ah, ja, stimmt. Also. Oder wenn du Resident Evil 3 auf Hard spielst, dann kannst du dasselbe bei Nemesis machen. Auf. Ja, der andere Modus war ja tatsächlich easy. Es gab ja nur easy und hart. Oh je. Nix normal, nur easy Nee. und hart. Ist ja heftig. Ah, die Weil Teile 1 bis 3 die habe ich ja nicht europäische gespielt. Erstauflage von dem Spiel, wenn wir schon mal dabei sind, kann ich das ja kurz erzählen. Die Ja. europäische Erstauflage, die ich bei meinem Cousin damals gespielt habe, da war nicht mal das ganze Spiel drauf. Da endete das Spiel, wenn du das erst, weiß nicht, hast du das Spiel schon mal komplett angeguckt? Ja. Wenn du das erste Mal auf den Uhrenturm kommst, wo der Nemesis ja eigentlich mit der Bazooka oben drauf steht, das ist kurz danach wird Jill ja von dem Virus befallen. Ja. Die Sequenz siehst du noch, die blendet aber dann genau in der Sequenz über, wo Jill ganz am Ende im Helikopter sitzt und die Atomrakete abgefeuert wird. Hä? Ehrlich? Ich dachte damals, ich spiele gerade mal 1,5 Stunden, das Spiel ist vorbei. Wollen die mich verarschen? Wirklich? Das ist ja voll die Verarsche. Oh, da Das ist ist ja sogar wirklich Gold voll die drin. Verarsche. Oh. Ja, jetzt stoppen die Dinger. Na, weil stoppen immer von alleine. Das ist scheiße.
So viel weiß. Und ein goldenes. Oh. Hey. Recreation mal 3. Okay. Was ist das? Vielleicht ist Weißzange doch gar nicht so schlecht, wenn du mindestens eine Farbe dabei hast. Was ist Recreatio? Alchemistgegenstand entstanden durch ein Verfahren zur Verwendung von Medaillons. Was mag das bewirken? Großartig. Ja, wahrscheinlich bin ich dann auf LSD oder so. Ja, ich hau hier erstmal wieder ab. Oder sollte ich alle... Eigentlich könnte ich auch alle gleich benutzen, weil wenn die sagen, für was anderes eh nicht gut sind. Nee, die sind für nichts anderes gut. Hast ja nur noch das eine. 2. Ach so, ich habe jetzt nur das eine normale gesehen. Mach mal die Augen auf. Oh, ist vielleicht ein bisschen kleiner hier, der Bildschirm. Dann benutze die Zoom-Funktion, wie an deinem Scharfschützengewehr. Ja, Meister, werde ich. Ey, hierfür braucht man echt die Reflexe eines Jedi-Ritters. Ey, aber ich habe irgendwas wieder hingekriegt. Quies. 2-mal. So. Dann nochmal das Viola-Medaillon. Wie an der Losbude, wo du nur Nieten kriegst. Ja. Aber das sieht jetzt ja ganz gut aus. Was? Benenem Esca. Okay. Latein. Das sind Begriffe, die wir kennen nicht mal. Oh, das sieht aus wie Hundezeugs. So nach dem Symbol. Stimmt. Also muss man hier wohl nach Symbol gehen. Also sind diese. Dann ist dieses Recreatio wahrscheinlich irgendwas zum Heilen. Genau wie Quies. Ja. Ja gut, Quies war ja in dem einen Buch sogar erwähnt, ne? Ja. Oh, ich höre den Hund bellen. Hey! Oder jaulen. An irgendwas von. Nee. Es war in dem Buch, was auf dem Tresen lag. Exakt. Das Quies. Quies stellt eine kleine Menge Lebenskraft wieder her. Aber von Ratio Farm statt nichts drin. Gute Preise, gute Besserung. Yep, wo ist der Hund? Ich rufe ihn. Er müsste eigentlich hier hinten draußen sein, ne? Ja, eigentlich schon. Da bin ich doch von der Balustrade gefallen. Richtig, gut kombiniert, Sherlock. Ja, da steht. Ach, der Hund. Hallo, Huey. Come on. Na, Kleiner. No. Was geht? Er läuft beleidigt weg. Würde ich auch, wenn mein Frauchen da einfach runterspringt, ohne mich zu fragen. No. Wait, oh, das ist eine Leiter. Wait, Huey, I can change. Oh, er bellt. Go. Weil da oben was liegt. Ja. No. Und Anlauf nehmen. Oh. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Ist da jemand im Anmarsch? Ja, und er ist schon da. Scheiße. Ist er. Ja, toll. Durch die beste Tür kommt er natürlich rein. Geil. Ich hab so die Schnauze voll von diesem Spacken, ey. Wie soll ich denn hier weiterkommen, wenn er jedes Mal antanzt, wenn ich an dem Ort bin, wo ich weiterkommen soll? Ja, der ist nervig, ne? Ja, finde ich auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was. Irgendeine Sequenz übersehen oder so. Weil das passiert doch immer an der einen und derselben Stelle. Zumindest hast du jetzt deinen Hund, das ist ja schon mal was. Go! Good boy! Hey, er ist durch sein Bein geglitscht. Go! Gut! Was war das denn, Huey? Oh Gott, mein Akku. Go, Huey! Gib ihm! Gib ihm, Huey! Gib ihm!
fuck. In den Arsch. Oh Gott, die Panik bricht aus, ich seh's kommen. Ja, ich habe auch ein paar Sachen zum Heilen. Ja. Oh je, oh je. Das kann... Ja, können wir mal gucken, was diese Drogenpillen hier bewirken. Richtig. Okay. Bin gespannt. Er setzt vollständig verlorene Lebenskraft. Nicht schlecht. Ja, aber nur nicht, das verringert nur nicht die Panik. Nee. Chewie. Aber gut zu wissen. Ach, er trifft schon gar nicht mehr. Chewie. Good boy. Ja, hier runterspringen kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr, oder? Würde ich im Panikzustand nicht versuchen. Ja, ja, geh einfach durch die Tür. Da ist er jetzt nicht mehr. Ach, nein, ich versuch doch jetzt mal, ob wir in das Loch kriechen. Ja, dann. Ich hab's gerade ja auch so gedacht. Oh nein. Ja, schade. Ja, muss ich es wohl oder übel nochmal mit dem Schrank probieren. Nein, ja. Ach man, die Tür war ja noch auf.